Selbstfahrende Autos, längst keine Zukunftsvision mehr. Die Automobilindustrie testet bereits die ersten autonomen Systeme und investiert Milliarden in den Zukunftsmarkt schlechthin. Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben. Wir stehen hinter einem enormen Wettbewerb durch asiatische Länder, durch Amerika. Und nur wenn wir neue Dinge entwickeln, die wir auch in der ganzen Welt verkaufen können, werden wir Chancen in der Zukunft haben. Deshalb hat die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag einen Fachkongress zum Thema veranstaltet. Denn für die Autobauernation Deutschland bietet die digitale Revolution auf der Straße eine riesige Chance. Vielen herzlichen Dank. Und alle Studien bestätigen das. Das Fraunhofer-Institut sagt, dass intelligente Verkehrsnetze zu einem Effizienzgewinn und zu Wachstumsimpulsen von jährlich 10 Milliarden Euro führen können. Politiker, Wirtschaftsvertreter und Experten diskutieren über intelligente Vernetzung, smarte Verkehrsinfrastruktur, über Datenschutz und Datensicherheit in automatisierten Fahrsystemen und über die hierfür notwendigen Assistenzsysteme. Die Nothaltefunktion, die bei querenden Passanten aktiv wird, die Verkehrsschilderkennung oder das Head-Up-Display sind heute schon teilweise wichtige technische Errungenschaften, die den Fahrer unterstützen. Und die Entwicklung geht immer weiter. 2018 können wir demnach bereits mit hochautomatisierten Autobahnassistenten rechnen. Vollautomatische Parksysteme werden folgen. Und Schritt für Schritt entsteht in den nächsten 15 Jahren das mit seiner Umwelt kommunizierende, selbstfahrende Auto. Wenn wir dieser Vision Zero Fatalities, keine Toten mehr auf den Straßen, keine Verletzten mehr entgegenkommen wollen, dann gilt es, auch das vernetzte automatisierte Fahren auf die Straße zu bringen. Klar war, dass wir den Rechtsrahmen zu setzen haben, dass wir insbesondere einen europäischen Rahmen brauchen, wie wir mit Daten umgehen, damit ein Auto auch nicht an der niederländischen Grenze stehen bleibt. Aber ich denke, da sind wir insbesondere auch mit dem deutschen Kommissar, mit Günther Oettinger, gut aufgehoben und gut aufgestellt, dass wir hier die entscheidenden Schritte vorankommen können.